Dieses Format richtet sich vor allem an die Schüler und Schülerinnen der Sachsendorfer Oberschule. Der Flächeninhalt und der Umfang eines Quadrats, eigentlich die einfachste geometrische Figur, die wir hier haben. Wir beschriften ein Quadrat mit A, B, C und D an den Ecken mit den großen Buchstaben. Wir könnten jetzt hier natürlich B, C und D schreiben. Aber das wissen wir beim Quadrat, dass hier alle Seiten gleich lang sind und parallel zueinander stehen. Aber wir beziehen uns vor allem auf die gleiche Länge. Deswegen können wir, weil sie alle gleich lang sind, auch alle Seiten mit A beschriften. So, zum Flächeninhalt. Den Flächeninhalt kürzen wir mit einem großen A ab. Und diese Formel steht im Tafelwerk. A, also der Flächeninhalt, ist gleich die Seite A zum Quadrat. A zum Quadrat können wir auch einfach nur schreiben als A mal A. Der Umfang, mit einem kleinen u abgekürzt, ist einfach 4 mal A. Der Umfang ist ja nichts anderes als diese Seite plus diese Seite plus diese Seite plus diese Seite. Also ihr könntet auch A plus A plus A plus A rechnen, aber weil das 4 mal passiert, können wir ganz kurz schreiben 4 mal A. Also rechnen wir mal aus für ein Beispiel. Wir nehmen einfach a ist gleich 5 cm und wir rechnen nun a ist gleich. Für das a setzen wir nun die Größe ein, 5 cm, das Ganze zum Quadrat. Und da kommen wir, 5 zum Quadrat sind 25 und Zentimeter zum Quadrat sind Quadratzentimeter. Wir sind ja jetzt bei einer Fläche. Genauso könntet ihr es natürlich auch hier mit dieser Formel rechnen, a mal a, also 5 mal 5 sind ja dann auch 25 Quadratzentimeter, falls ihr die Quadratzahlen vergessen habt. Dann Umfang ist 4 mal a, also 4 mal 5 cm. Ja, wir setzen einfach für das a, statt a schreiben wir einfach 5 cm, das ist wie ein Platzhalter. 5 cm und 4 mal 5, das können wir auch noch im Kopf ausrechnen, sind 20 cm. Aber weil vor der 4 keine andere Einheit steht, bleibt das natürlich bei Zentimetern, nicht bei Quadratzentimetern, weil wir haben hier nur einmal Zentimeter in dieser Formel stehen. Genauso wäre es jetzt, wenn wir Zentimeter, also 5 cm plus 5 cm plus 5 cm plus 5 cm rechnen würden, dann würden wir auch bei Zentimeter bleiben, weil dieses Quadrat nur entsteht, wenn wir Zahlen miteinander multiplizieren, also mal rechnen. Das sind jeweils Endergebnisse, die können wir doppelt unterstreichen.